Scheukiste. Es ist Sommer in Pontypenty und den Kindern ist sehr warm. Sarah, James, Mandy und Norman sitzen vor Gwendolins Café und überlegen sich, was sie so machen können. Heute ist aber wirklich ein heißer Sommertag. Ja, was sollen wir denn machen? Ich glaube nicht, dass wir noch ein Eis essen dürfen. Sollen wir vielleicht schwimmen gehen? Ja, warum eigentlich nicht? Aber dann muss ein Erwachsener mitkommen. Gut, Sarah, dann schlagen wir halt deine Mutter. Die muss heute im Laden stehen und kann nicht weg. Und Papa ist draußen auf See und angelt. Dann schlagen wir meine Mom. Gute Idee. Goldschatz, was habt ihr denn vor? Wir möchten gern schwimmen gehen und schlagen, ob du mitkommst. Oh, das geht leider nicht. Trevor kommt gleich und hilft mir, die neue Lieferung auszupacken. Das ist aber schade. Und was ist mit deinen Eltern, Mandy? Das fährt nach Utah. Und kauft was ein und Pepper muss noch was reparieren. Mama unterwegs einkaufen. Mensch, es ist so warm. Komm, gehen wir zum Fluss und lassen nun die Füße abkühlen. Ist das nicht zu gefährlich? Quatsch. Und passiert nicht, wenn wir am Hahn sitzen. Ja, wir können vorsichtig sein, dann passiert uns nichts. Im Wald angekommen, hängen die Kinder erstmal ihre Füße in den kalten Fluss und genießen die Abkühlung. Oh, das ist aber wirklich schön kühl an den Füßen. Das habe ich doch gesagt. Nur man geht nicht so weit ins Wasser. Nein, mag ich schon. Ah! Norman, ich rufe Onkel Sam. Meiner Toy, da Norman ist in den Fluss gefallen und wird von der Stimmung mitgehissen. Sir, ich nehme Mercury und fahre zur Seenotrettung. Dort werde ich dann Juno nehmen und Norman retten. Gute Idee, Sam. Brauchst du Unterstützung? Alarmieren Sie Tom. Für den Fall, dass ich Luftunterstützung brauche. Macke ich. Tom ist halt dich behind. Bestimmt braucht Sam deine Hilfe. Was dann denn so? Ich halte mich behind. Sir, ich sehe Norman noch nicht, aber ich sollte bald da sein. Soll ich Tom losschicken? Nein, der Fluss ist hier zu eng und es stehen zu viele Bäume am Fluss. Das ist zu gefährlich für Tom. Verstanden. Stil an Tom Thomas. Sir, Sam braucht keine Unterstützung. Tom Thomas hat verstanden. Hilfe! Norman, ich bin da, ich rette dich. Norman, gib mir die Hand. Danke, Sam. Norman, wie konnte denn das passieren? Wir wollten unsere Füße abkühlen und dann bin ich ins Wasser gefallen. Und deshalb sollt ihr nur mit Erwachsenen ans Wasser gehen. Es tut mir leid, Feuerwehrmann Sam. Wir fahren jetzt erstmal zurück zu den anderen Kindern. Kinder, Norman ist sicher. Wir fahren jetzt zurück. Ihr solltet auch zurücklaufen. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Gut, dass es heiß ist. Dann sind deine Sachen gleich wieder trocken. Ja. Norman, wie geht es dir, mein Goldschatz? Gut.
Junger Mann, was denkst du dir dabei, mir solche Angst zu machen? Ihr sollt doch nicht ohne Erwachsene ans Wasser gehen. Mom, ich wollte das gar nicht. Kinder, wo ihr jetzt alle zusammen seid, ihr dürft nicht alleine ans Wasser, nicht ans Meer oder an den Fluss oder an den See. Es ist viel zu gefährlich. Und außerdem habt ihr niemandem Bescheid gesagt. Entschuldigung. Ha, beim nächsten Mal sagen wir Bescheid. Versprochen. Dann denke ich, sollten wir alle einen kühlen Eistee trinken. Ja! Ja! Und so endet ein verrückter Sommertag in Ponty Panty.